Weiter geht's bei Spider-Man. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir machen jetzt hier weiter bei der nächsten Hauptmission. Da ist ja irgendwas los, haben sie gesagt, als wir bei MJ waren, letzte Folge. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Immer gerne. So, gucken wir da mal rein. Vermutlich noch mehr. Was da schon wieder los ist. Da hat es jemand eilig. Spider-Man! Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell! Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Oh oh. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Hat weh. So, sehr schön. Wo geht's weiter? Na? Au! In your face. Beziehungsweise in den Rücken. Bam. Zack. Die liegen. Na, wer kommt denn da alles? Zack. Na, komm her. Passt mal auf, da würde sich doch so eine... Sowas bestens eignen. Zack. Na komm ran da. Die nächsten bitte. Natürlich ist da ein Dicker bei. Hey, ihr arbeitet auch hier? Die Parkplätze werden aber echt gut kontrolliert. Ja.
Au. Guter Kampf. Der Wille war da. Der Wille war da. So sieht's aus. So, wo müssen wir hin? Das geht nicht. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. So. Das können wir tun. Sind wir Spider-Man. Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Oh. Tachinawa! Ja, was er erzählt. Okay, fast geschafft. Im Licht bleiben. Na, ach guck. Aber ein bisschen Beeilung, da oben kommt der Fahrstuhl. So. Den hier noch? Schon, wie hoch ist denn das Gebäude? Hohes Gebäude. Wow. Im Ernst? Bewegung! Oh oh, nicht gut. Alter. Da wären wir. Da Standish. Okay, und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Wir haben auch alle dieselben Frisuren, fällt mir gerade auf. Er klingt nervös. Vielleicht sollte ich ihn ausschalten. Da klingt der nervös. Da hängen sie rum. Da ist einer. Und da drüben steht einer. Guck mal hin. Den da drüben holen wir uns zuerst. Da steht noch einer.
Den haben wir auch. Diese schön da alle eingespinnt hängen, guck mal. Richtig gut. So, da unterhalten sich zwei, da läuft noch einer. Den können wir so rausnehmen. Da stehen zwei, da sitzt er. Ah. Den Typ da oben habe ich nicht gesehen. Was ist? Oh. War nicht so gut, sagst du? Ausprobieren. Bam. Bam. Den da nicht hochgeholt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Okay, geschafft. Hoffentlich geht es Standish gut. Na, er nur wieder mit seinem Schwert, Alter. Oh, falsche Taste. Komm mal ran hier. Oh. Versuchen wir es nochmal. Würde ich auch sagen. Gefahr gebannt. Hinter was waren die her? Nur Finanzunterlagen. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborne hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt ist geheim. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Gehaltsinformationen eines Dr. Isaac Delaney. Wer ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Los, los! Halt, der Aufzug ist... Oh, shit. Bin gleich da! Fast erwischt! Versuchen Sie langsamer zu fallen! Versuchen Sie langsamer zu fallen, ist auch geil. Hab Sie! Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut, gut. Naja, für einen Aufzugsschacht ist es ja doch ganz hübsch. Ich mag den Humor bei Spider-Man, ich mag das voll. Auch in den Filmen. Richtig gut. So, also ihn haben wir gerettet. Die Dämonen haben was kopiert. Es wird immer spannender und kurioser. Hey Yuri. Alles okay? Ja, aber ich habe nicht viel aus Standish rausgekriegt, bevor diese Sable-Typen mich weggeschickt haben.
Was läuft da? Ich glaube, sie wollen dafür sorgen, dass er den Mund hält. Weil er etwas über den Teufelsatem weiß. Genau. Was auch immer das ist. Ich arbeite dran und hab schon eine Spur. Eine Spur? Du hörst dich an wie ein Polizist. Du meinst... Spider-Corp. Yuri? Das ist nur fair. Gut. Peter, was ist mit Standish? Er ist in Sicherheit. Okay, gut. Und die Dämonen? Sie haben einen Namen gesucht. Hast du was zum Schreiben? Ja, los. Dr. Isaac Delaney. Okay, wer ist das? Was ist mit ihm? Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Ich bin dran. Gib mir nur einen... Ach, bevor ich's vergesse. Du hast diesen Tracker von Tombstone bei mir vergessen. Ich bringe ihn zu Dr. Octavius' Labor und sage dir, was ich über Delaney habe. Was ist hier passiert? Oh, ein klassischer Auffahrunfall, aber... Ich komm. Kurzer Moment bloß. Ich muss nur fix hier, zack, im Madison Square Park ein Foto machen. So, dann können wir das noch ein bisschen machen. Hier. Und schon wieder eine neue Stufe. Was ist hier los? Sable International sind zwar nicht meine... Verzeihen Sie den späten Anruf, ich platze vor Ideen. Wir haben zu klein gedacht, Peter. Warum fehlende Gliedmaße durch Kopien ersetzen, wenn wir sie verbessern können? Wer einen Arm verloren hat, will ihn natürlich zurück. Aber wir können etwas Besseres bieten. Der menschliche Körper muss nicht unser Standard sein. Wir können darüber hinausgehen. Denken Sie mal darüber nach. Frau greift sich wirklich auf. Oh, shit. Hoffentlich überanstrengt er sich nicht. Oh ja. Da bin ich mir mitten reingestürzt da in die Geschichte. Hey, hast du Zeit, etwas für mich zu überprüfen? Nein, aber wenn du nett fragst... Uns wurde eine verdächtige Kiste auf einem Dach in Hell's Kitchen gemeldet. Ich könnte das Bombenkommando rufen, aber wenn das nur ein Schulprojekt von ein paar Kids ist... Ja, ich weiß. Budgetkürzungen, bla bla bla. Also? Kannst du... Bitte, mal nachsehen. Da war ja das Zauberwort. Ich hoffe, es ist irgendein Schulprojekt. Mann, ich vermisse das. Schulprojekte sind so viel einfacher als echte Projekte. Wow. So, es gab nur ein Verbrechermarke. Naja, egal. Gut, Leute, was haben wir denn? Passt auf, wir holen mal hier noch den einen oder anderen Rucksack, würde ich behaupten. Weil diese Nebenmissionen lassen sich dann immer gut machen. Ich glaube, in der Hauptmission weiterzumachen, das würde dann immer zu lange dauern. Deswegen ist es, glaube ich, ganz geil, wenn wir auch ab und zu so ein paar Nebenmissionen machen. So. Ich habe ja auch, ihr habt ja schon kommentiert, ne? Der ein oder andere von euch hat ja schon auf 100%. Gut, das Spiel ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, aber... Schlagring. Und eine Rucksackmarke. Hoppla, sehr schön. Was haben wir noch? Da drüben wäre noch ein Rucksack. Den können wir uns holen. Dämonen haben Feuer eröffnet. Officer getroffen. Haben eine Meldung aus Clinton. Over. New York bei Nacht ist ja auch was, ne? Wo hat der denn überall seine Rucksäcke versteckt? Das ist ja unglaublich. Hier Sable-Zentrale. Wie ist die Lage an unserer Position in Keeps Bay? Verkehrskontrollpunkt Charlie unter Beschuss durch Dämonen. Hier unten. Na ja, komm. Thank you.
Da drüben fliegen deutlich zu viele Kugeln. Hey, können wir das friedlich regeln, wenn ich Kuchen hole? Haben wir. Da war keiner. Die auch, aber nicht wirklich. Guck mal. Da. Wo denn noch? Da vorne. Na toll. Haben wir auch, Leute. Haben wir auch. Sehr schön. Was gibt's noch zu erledigen? Hier haben wir noch eine Sehenswürdigkeit. Also kommen wir natürlich auch an unsere Marken ran. Zack. Müssen wir denn da fotografieren? Das Gebäude hier. Spider-Man, mach ein Netz. Hier. Wunderschön. Symkarianische Botschaft. Und hier neben ist gleich noch eines. Jedes Mal drücke ich die falsche Taste. Guck mal, hier ist noch ein Rucksack. Spider-Spinner, sagt er. Alle Einheiten. Officer von Maskiert festgenagelt. Officer benötigt bei Tarbe Bay. Haben wir auch. Was ist denn da schon wieder los? Junge. Also kriegst du hier deine Zeit auch rum, ne? Die Dämonen sind schlimmer als Fisk es jemals war. Absolut. Klartext, Leute! Die zerstört New York-Masche zieht nicht mehr! Ach, komm schon. Gut, haben wir auch. Bleibt nur noch der da. Die Dämonen sind besiegt. Sie können übernehmen, Officer. Das war der letzte. Sehr schön. So, wir haben
So haben diese Masken doch immerhin was Gutes. Du bist einer von ihnen. Dort sicher, aber ich finde dich zuerst. Passt. Da waren noch ein paar Verdorbene. Ja, Entschuldigung. Na, Hauptsache mal gehupt. Was müssen wir denn hier noch? Hoppla. Warte mal. Wir nehmen hier, ne? Ne, das haben wir ja schon. Hier oben, hier vor uns muss doch direkt was sein. Was soll ich jetzt hier fotografieren? Ach, hier. Sehr schön. Das Chrysler Building. Ach so. So, haben wir da noch was? Ja, diese Botschaft, wo ist die? Fotografiert. Dann ist es wieder eine andere Botschaft, ne? Ob König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gebissen wurde? Der Typ ist hart, aber das würde wohl doch wehtun. Hey, Spidey! Ja! Habt ihr das gesehen? Wie er sich freut. Spidey! Spidey! So, passt auf, Leute. Jetzt gucken wir nochmal. Ich würde sagen, wir machen die zwei Sachen daneben noch. Das hier noch fotografieren. Wunderbar. Die Vereinten Nationen und da oben unseren Rucksack noch holen und dann springen wir in die nächste Folge. Denn da der Rucksack sein. Ach. Ups. Der klebt hier unten drunter. Alter, da musst du aber auch ganz genau hingucken. Zack. Okay. Ja, willst du mich auch abklatschen? Ich habe zwielichtige Gestalten in der Nähe gesehen. Schlechte Neuigkeit. Danke für den Tipp. Zwielichtige Gestalten, sagt er. Naja, okay. Dann werden wir die mal noch erledigen. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter, liebe Leute. Ich darf mich schon mal bedanken fürs Einschalten. Hier sind sie, die zwielichtigen Gestalten. Da sind sie, die zwielichtigen Gestalten. Oh, alle haben ihre Schlüssel vergessen? Das war ein Fehler! Ich bin dran. Der Dreck wird ja immer interessanter. Feuer! Schaltet ihn endlich aus! Du bist tot! Oh, eine habe ich tatsächlich reingesteckt. Also, später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen.
So. In Ordnung, Leute. Also, dann haben wir doch ein bisschen was erledigt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Dann geht's weiter. Wir haben ja auch noch ein paar Nebenmissionen. Ich glaube, wenn wir so zwischendrin immer mal ein paar machen, ne? Dann ist es ja nicht verkehrt. Wir haben ja hier in Midtown schon ziemlich alles. Hier rüber müssten wir dann mal. Da müssen wir jetzt eh hin. Das heißt, wir können dann auch hier die Türme mal freischalten. Das können wir ja dann machen, wenn wir dann in die einzelnen Regionen müssen. Kann ich hier auch rauszoomen? Ja, das sind die Districts, die wir haben. Jo, hier unten haben wir auch noch einen Bereich. Aber das können wir dann aufdecken. Wie gesagt, wenn wir in die einzelnen Regionen müssen, so wie jetzt hier. Ich darf mich bedanken fürs Einschalten. Denkt an den Daumen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.